noch überzeugter Dreiradrollerfahrer. 12 Jahre lang und jetzt sitze ich auf einer Royal Enfield Meteor 350 mit 20 PS. Wie konnte es dazu kommen? Naja, schuld ist eigentlich mein Sohn. Er wollte einen Motorradführerschein machen und ich erfüllte mir bei der Gelegenheit den Jugendtraum einer Yamaha Virago 535. Ich durfte sie auch mal fahren. Es hat wieder Spaß gemacht und ich merkte, Motorradfahren hat auch seine Reize, aber die Virago war es nun wirklich nicht für mich. Also habe ich immer mal bei eBay so ein bisschen gesucht, bei Kleinanzeigen, vielleicht ein Retro-Motorrad. Ich fand mal die Kawasaki S-Trella mit zarten 17 PS ganz toll, stellte aber schnell fest, egal wie man es dreht und wendet, es bleibt immer ein altes Motorrad. Ersatzteilbeschaffung ist ein Problem. Viele Dinge, die heute selbstverständlich sind, wie Einspritzer oder ähnliches, fehlen. Und da ich nun mal beim besten Willen kein Bastler bin, war ich der Meinung, das kann man doch eigentlich vergessen. Ja, und dann bin ich irgendwann auf die Royal Enfield gestoßen. Ich hatte schon mal auf einer gesessen. Irgendwie war sie nichts für mich. Sie kam mir relativ schwer vor. Deswegen habe ich die Royal Enfield so ein bisschen ad acta gelegt. Ja, und dann tauchte eine Anzeige auf. Ich habe mich gemeldet für eine Probefahrt. War zufällig bei Autohaus oder Motor Müller in Königswinter vorbeigekommen, wollte eigentlich gar keine Probefahrt machen, aber da stand sie nun, die Royal Enfield Meteor in Rot, genau passend zu meinem Helm. Angefragt, kann man eine Probefahrt machen? Ja, aber gleich kommt ein Kunde und heute klappt es leider nicht. Na gut, es sollte halt nicht sein. In dem Moment rief der Kunde an, er würde sich verspäten und ich hatte die Chance, eine 20-minütige kurze Probefahrt zu machen. Ja, was soll ich sagen, kaum fuhr ich vom Hof, stellte ich fest, an dieser Maschine passte wirklich alles. Sie ließ sich butterweich schalten, die Höhe war angenehm, ich kam mit beiden Beinen locker, flockig auf den Boden. Die Fußbremse war auch in Reichweite und reagierte sofort. Die Maschine gefiel mir optisch auch und verlockend war der Preis. Ein Vorführer mit ein paar Extras, wie man hier sieht, die kleine Scheibe vorne, so ein Unterfahrschutz war noch dran und Lenkerendenspiegel für 4.300 Euro. Ja, ich habe nicht lange überlegt. Ich habe sie gekauft. Und jetzt sitze ich da drauf und fahre gerade in meine Heimat. Die Einfahrtzeit ist fast überwunden. Und es ist ein schöner Tag. Die einfache Strecke dorthin, etwa 150 Kilometer. Ich bin an dem Tag also 300 Kilometer hin und zurück gefahren und ehrlich gesagt, es hat Spaß gemacht, der Hintern hat nicht wehgetan, alles wunderbar. Ja, und vielleicht soll ich noch etwas zu den 20 PS sagen. Also, das klingt zunächst mal total wenig. Ich fand es gar nicht mal so schlecht, denn die Maschine fährt sich super gut. Sie ist Einsteiger und wieder einsteigerfreundlich. Man fühlt sich nie mit dieser Maschine überfordert. Für Landstraßen, für Strecken wie diese malerische Strecke durch Sauerland ist sie wunderbar geeignet. Geschwindigkeiten zwischen
60, 70 und 80, 90, da fühlt sie sich zu Hause. Angenehm ist auch noch der super Klang vom Motor. Ich werde gleich mal ein bisschen ruhig sein, damit man den noch hört. Also, gar kein Problem, auch kurze Etappen auf der Autobahn stellen keine große Herausforderung dar. Es werden heute viel geringere Geschwindigkeiten auf Autobahnen gefahren. Und wenn man auf der rechten Spur bleibt, mit 100, 100, 110, ist alles wunderbar. Der Verbrauch entpuppte sich als ein wahres Wunder. Die ersten 500 Kilometer bin ich unter 2 Liter geblieben. Mittlerweile hat sich der Verbrauch so bei zwischen 2 und 3 Litern eingependelt, je nach Fahrweise. Also absolut okay. Die Maschine ist komfortabel. Ich habe keine Probleme, wie ich beim Roller nach 1-2 Stunden hinten habe mit dem Hintern. Man sitzt super auf dem Standard, auf der Standardsitzbank. Ja, und insgesamt bin ich sehr zufrieden. Wir hören jetzt noch mal ein bisschen den Motorsound. Klingt sie noch ein bisschen besser. Ich hatte bei dieser Fahrt eine Insta 360 Grad Kamera am Lenker und habe mir ein Kabelmikrofon in die Innentasche meiner Jacke gesteckt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber natürlich kommt der Sound nicht so 1:1 rüber. Hören wir noch ein bisschen zu. Meine Gilera Foco 500 bleibt mir natürlich erhalten für längere Strecken und ist sie doch mit Gepäck komfortabler. Aber ehrlich gesagt, sie steht immer mehr in der Garage und die Enfield wird bewegt.